geehrten Gäste, sehr geehrte Ehrenpräsident Hans Schacke und Ehrenpräsident Dr. Furzanac. Meine Damen und Herren, liebe Brüder und Schwestern, ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Frieden sei mit euch und mit uns allen. Ich glaube, diese Worte haben sich jetzt nach den Anschlägen in Istanbul noch mehr aufgefrischt. Wir sollen als Menschen auf aller Welt, als Muslime, als Vertreter von allen Religionen noch mehr gegen das Terror zusammen sein. Wir haben das leider vor zwei Tagen, vor einem Tag, jetzt bei den Anschlägen in Istanbul nochmal gesehen. Wir haben gesehen, dass eigentlich Terror keine Religion hat. Wir haben das gesehen bei den Anschlägen, also in Paris. Wir haben das gesehen bei den Anschlägen in Brüssel. Und wir sehen das eigentlich auch in den islamischen Ländern. Und ich finde es nicht in Ordnung, im Namen der Muslime als neuer Präsident der islamischen Glaubensgemeinschaft nicht in Ordnung, dass man Terror mit einer Religion in Zusammenhang bringt. Ich wollte eigentlich auch schöne Worte sprechen, aber es hat uns Muslimen diese Anschläge auch sehr getrauert. Ich möchte Ihnen, Herr Bürgermeister, einen sehr großen Dank ausrichten, dass Sie seit mehreren Jahren sozusagen die Muslime und Muslimen in Österreich immer wieder eingeladen haben zu einem Fastenmarkt. Ich sehe das eine sehr schöne Tradition und ein großes Zeichen für die Wertschätzung und Verbundenheit. Wir befinden uns im Monat Ramadan. Der Monat Ramadan hat uns für Muslime sehr große Bedeutungen, sehr große Weisheiten, die dahinter stecken. Aber eine große Weisheit, Bedeutung von Ramadan ist, dass Ramadan ein Monat der Gnade ist, dass Ramadan ein Monat der Solidarität ist und dass Ramadan ein Monat, ein wichtiger Monat des Gebens, des Teilens und des Helfens ist. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Bürgermeister, sehr herzlich für Ihre Haltung während der Flüchtlingswelle in den letzten Jahren, die auch uns Österreich und vor allem auch unsere Stadt Wien getroffen haben. Und die Wähler haben das auch honoriert bei der vor der Wahl und waren auf Seite der Stadt Wien und haben bei dieser Wahl die Haltung und die Menschlichkeit gewählt. Das war natürlich ein großes Verständnis. Es ist uns Muslimen auch durchaus bewusst, dass die Stadt Wien sehr vieles getan hat für die Flüchtlinge. Wir wissen, dass die Flüchtlinge alle einen Platz in Wien gefunden haben. Wir wissen, dass Wien in diesem Zusammenhang sehr vieles geleistet hat. Wir wissen, dass über 1 Million seit ein paar Jahren in diesen Tagen Österreich passiert haben. Wir wissen, dass 90.000 in Österreich geblieben sind und davon wissen wir auch, dass über 20.000 in Wien stationiert worden sind. Das ist wirklich eine sehr tolle hervorragende Leistung. Ich muss auch hervorheben, dass wir als Muslime immer wieder dafür waren, einen wichtigen sozusagen Beitrag für die Flüchtlinge in Österreich zu leisten. Jetzt vor allem im Monat Ramadan sind alle unsere Moscheeeinrichtungen offen für unsere Flüchtlinge. Wenn ich als Beispiel nehmen kann, zum Beispiel in Dreiskirchen, in dieser Moschee dort bekommen unsere Flüchtlinge täglich, für 1500 Flüchtlinge werden dort täglich im Iftar Essen ausgegeben. Ich möchte auch unterstreichen, dass wir Muslime diese sehr intensive Last, diese sehr schwierige Last von der Stadt Wien, von unseren anderen Einrichtungen sozusagen entlasten wollen und dass wir uns auch ein Stück Last auf unsere Schultern nehmen wollen. Und
dass wir weiterhin sehr interessiert sind, weil das ein Problem, eine Herausforderung für uns alle ist. Ich möchte meine Rede nicht so lange aufhalten. In diesem Sinne möchte ich nochmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Herr Bürgermeister, als Gastgeber. Und ich glaube, dass auch diese traditionelle Zusammenkunft noch weitergehen wird. In diesem Sinne wünsche ich allen Muslimen und Muslimen einen sehr gesegneten Ramadan. Ich hoffe, dass wir alle auf der Welt, alle Religionen in Frieden zusammenleben und dass solche Anschläge nicht mehr passieren. Danke, Assalamu alaikum. Danke, Herr Präsident Ulmer, für die Worte. Jetzt gibt es nur ganz schnell ein paar Informationen. Geschrieben ist wegen des Gebetsräumen für Frau Rundlinger und auf dem Boden ist sogar der Regenweg auf Tipper gezeichnet, das heißt, man kann, wie man will, während des Essen, nach dem Essen jetzt regeln gehen. Das ist das Nummer 1. Nummer 2, das Essen ist halal, also auch keine Sorge. Ich wünsche euch alle einen guten Appetit und traditionell wollen wir das Bedenken mit dem Ruf der Mohenzin. Wir haben einen Star-Leser aus Hildingen, der Dr. Schaller, mit dem Wort ist, der wird jetzt der Falle anschauen. Hey, y'all, the swan.